R-U-P-P-I-C-H. Ruppig ist jetzt wieder da. Hi, ich bin René und sitze in der JV Vulko wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und ich bin Kirsten und ich bin die Co-Moderatorin. Und gemeinsam nehmen wir euch jetzt mit in den Knast. Ich begrüße euch recht herzlich hier bei Ruppig in der JV Vulko in Neuruppin. Wir sind ein Team von 5 Gefangenen und 2 Medienpädagogen. Gemeinsam haben wir den Podcast erstellt und wollen euch so ein paar Geschichten aus dem Knast rüberbringen. Das hier ist jetzt die 2. Episode, die Ruppig produziert hat. Und für alle die, die Episode 1 verpasst haben, sei gesagt, der Name Ruppig ist ein kleines Wortspiel und setzt sich zusammen aus Rupp für Neuruppin Vulko, also die JVA, und ich. Und damit ist jeder Einzelne gemeint, der an dieser Gruppe teilnimmt. Ja, und Ruppig sind die Leute im Knast, meinen die Leute draußen. Ja, apropos Leute, René. Ja, bei Ruppig gibt's neue Leute. Eigentlich nur neue Leute. Genau, weil Teilnehmer aus der ersten Runde wurden entweder aus der Haft entlassen oder wurden in andere JVAs verlegt. Außerdem wollte die Anstaltsleitung auch anderen Gefangenen die Möglichkeit geben, an Ruppig teilzunehmen. Und deshalb besteht das neue Ruppig-Team halt aus Philipp, Fabian, Marcel, Ray und mir. Genau. Und thematisch geht es diesmal um den Alltag hinter Gittern. Ja, ein Riesenfeld. Ihr habt euch aber die Aspekte rausgesucht, die euch am meisten interessieren oder beschäftigen. Jo, und wir haben uns zuerst gefragt, wie denken eigentlich die Leute draußen ganz allgemein über Knast und den Alltag hier? Wir hatten ja während der Produktionszeit Besuch von der Journalistin und Radio 1-Moderatorin Marion Brasch. Ja, genau. Und mit der haben wir über unsere Arbeit geplaudert. Und dann fiel uns auf, dass sie wahrscheinlich die Einzige ist, die momentan in unserem Umfeld ist, die wirklich von draußen kommt und mit der JVA überhaupt nichts zu tun hat. Deshalb hat Fabian ihr erstmal ein paar allgemeine Fragen zum Thema Knast gestellt. Schönen Tag, Frau Brasch. Willkommen bei Ruppig. Wir haben hier ein paar Fragen an Sie. Knast, ja oder nein? Härter oder lockerer? Was halten Sie davon? Ich kann die Frage ehrlich gesagt nicht so richtig beantworten, weil ich zu wenig über den Knast weiß. Ich habe mein Wissen über Gefängnis aus Filmen, die man kennt, aus Reportagen über Gefängnisse. Wahrscheinlich liegt jeder Fall auch anders. Vielleicht brauchen bestimmte Gefangene härtere Maßnahmen als andere. Würden Sie jemand die Chance geben für einen Job, wo Sie wissen, der war schon in Haft? Jeder, das ist zwar auch irgendwie ein Satz, der 100-mal schon gesagt wurde und 1000-mal, verdient eine zweite Chance. Und jeder, der einen Beruf ausüben will oder eine Arbeit machen will, der sollte die Möglichkeit dazu bekommen. Also ich würde immer sagen, ja klar, lass es uns zusammen probieren. Und weil Marion Brasch auch über den Tagesablauf hinter Gittern nichts wusste, habt ihr sie auch dazu befragt. Tja, und aufgeklärt. Aber hört selbst. Wie ich mir den Alltag im Knast vorstelle. Also ich stelle mir vor, dass relativ früh der Wecker klingelt. Es wird kein Wecker sein, sondern es wird eine andere akustische Maßnahme sein, mit der die Gefangenen geweckt werden. Dann steht man auf, macht irgendwie so Körperpflege. Dann gibt es Frühstück. Dann wird einer Tätigkeit nachgegangen oder auch nicht, das weiß ich nicht. Dann gibt es Mittag. Dann wird einer Tätigkeit nachgegangen. Dann gibt es sowas wie draußen sein vielleicht. Weiß nicht, wie lange. Man kann draußen sein und Sport machen. Dann geht man wieder in die Zelle. Beziehungsweise dann gibt es Abendbrot und dann ist Ende Gelände. Morgen. Morgen. 5.30 Uhr. Zählung. 6.15 Uhr. Frühstück. 6.50 Uhr. Ausrücken zur Arbeit. 10.45 Uhr. Mittagessen. Mahlzeit, Mittagsausgabe. 14.15 Uhr. Einrücken von der Arbeit. 15 bis 16 Uhr. Freistunde. Fertig machen zur Abendbrotausgabe. 16.30 Uhr. Abendbrot. Von 16.30 Uhr bis 19 Uhr. Aufschluss.
Um 19 Uhr? Einschluss. Um 20:30 Uhr? Zählung. Boah, das klingt alles verdammt monoton. Also Abendbrotausgabe um 16.30 Uhr. Lecker. Tja, aber das ist Knast. Und eine Sache, die ich über die Jahre gelernt habe, ist, der Knast hat auch seine eigene Sprache. Also aus eurer Aufzählung gerade, da sollten wir ein paar Begriffe für die Leute draußen erklären. Na, leg mal los. Zählung. Ja, morgens und abends werden die Gefangenen gezählt, wenn man wissen will, ob noch alle da sind oder ob noch alle leben. Essen. Wie jetzt essen? Ja, ich finde es wichtig zu sagen, dass ihr in der Regel allein esst, also jeder auf seiner Zelle. Ja, das stimmt schon. Ist meistens so, aber wenn halt Aufschluss ist... Ah, Aufschluss. Ja, genau, Aufschluss. Das ist die festgelegte Zeit, wenn alle Zellentüren auf der Piste des Flures offen sind. In der Zeit können wir zum Beispiel kochen, uns verabreden, zum Skat spielen oder, ja, keine Ahnung, kochen. Mach mal weiter. Einschluss. Ja, Einschluss ist der Moment, wenn Zählung ist, also zum Abend. Wenn 19 Uhr ist, dann ist Zählung, werden wir halt eingeschlossen in unserer Zelle. Freistunde. Ja, da dürfen wir raus, für eine Stunde im Kreis laufen, an der frischen Luft. Arbeit. Also was arbeitet man eigentlich in Vulko? Was ist dein Job zum Beispiel? Ja, ich bin hier die Mutti für alle. Nee, Quatsch. Ich bin Hausarbeiter und mach halt die Flure sauber, verteile das Essen und sammle halt auch die Wäschekisten ein und teile die wieder aus. Ich habe ja vorhin gesagt, das klingt alles verdammt monoton. Aber andererseits, ich meine, draußen kann Alltag auch monoton sein. Und wenn ich es positiver formuliere, so ein Alltag gibt ja auch Struktur. Ja, es ist schon beides, aber ich sitze halt auch viel rum und warte. Und das bringt uns zu unserem nächsten Themenblock. René, du, Marcel, Ray und Philipp haben mit Bediensteten gesprochen, die hier täglich mit euch arbeiten. Ja, genau. Weil das ist auch ein großer Teil unseres Alltags im Knast. Gefangene und Bedienstete, die Kommunikation untereinander oder auch die Misskommunikation. Und zuerst habt ihr mit Frau Heise-Werner und Frau Hofmann gesprochen. Frau Heise-Werner, haben Sie denn den Eindruck, dass hier Häftlinge ungleichberechtigt behandelt werden? Also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen, weil ich würde das nicht als Bevorzugung nennen. Es hat jeder Entscheider vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge. Aus meiner Sicht, so handhabe ich das persönlich immer, ist für mich jeder Gefangene gleich. Und natürlich muss man immer die Einzelfälle gesondert betrachten, weil jeder ist in seiner Persönlichkeit anders. Jeder hat eine andere Vita, also einen anderen Lebenslauf. Da muss man eben halt auch gucken, jeder hat andere Gründe, warum er hier ist. Für mich ist eigentlich immer wichtig, nach dem Gesetz zu handeln oder zu entscheiden, und auch wie der Gefangene, sag ich mal, sich äußert zu seinem Vergehen oder wie auch immer. Und das ist natürlich auch immer zu gucken, ist es das erste Mal, ist es wiederholt vorgekommen, dass er gegen irgendwelche Regeln verstößt. Dann kann man natürlich auch unterschiedlich entscheiden. Findet in Ihrer Meinung nach hier eine Resozialisierung statt? Und wenn ja, in was für einer Form? Resozialisierung heißt, den Gefangenen fit zu machen fürs Leben nach der Haft, ihm die bestmöglichen Voraussetzungen mitzugeben. Aber wir haben nicht immer die besten Bedingungen. Aber ich finde es schon gut, dass das neue Gesetz uns da auch mehr Möglichkeiten hinsichtlich von Lockerungsentscheidungen gibt. Aber Resozialisierung hängt ja nicht immer nur von den Bedingungen der Anstalt ab, sondern von jedem einzelnen Gefangenen. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass oftmals auch Gefangene denken, man will ihnen was Böses oder die sehen uns als Feinde und eigentlich will man die bloß unterstützen und auf ihre möglichen Probleme oder was sie nicht so gut umsetzen konnten bisher hinweisen. Warum gibt es hier im Vollzug keine direkte Kommunikation von Seiten des Sozialdienstes, Stationsleitung zum Gefangenen? Ich finde, wir werden immer irgendwie auf die lange Bank geschoben und mit Ausreden vertröstet. Wo ist da der Sinn?
Wo ist da der Sinn? Ja, naja, wir haben hier halt verschiedene Instanzen. Nehmen wir mal als Beispiel, der Sozialdienst hat ja nicht nur Sie, sondern der hat ja auch noch mehrere Gefangene und kann nicht bei jedem immer sofort Rede und Antwort stehen. Dann müssen sich zum Beispiel, wenn wir beim Sozialdienst bleiben, auch der Sozialdienst noch mit dem psychologischen Dienst beraten, dann vielleicht noch mit der Abteilungsleitung. Mhm. Die Wege sind manchmal lang und die Mühlen mahlen auch langsam. Warum manche Sachen so lange brauchen, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Bin ich selber auch nicht mit einverstanden. Denken Sie, dass es hier in der Anstalt Resozialisierung gibt oder stattfindet? Zu wenig, aber ja. Aber viele Gefangene müssen hier überhaupt erstmal sozialisiert werden. Und sei es das Wort bitte, danke, warten Sie mal kurz. Geduld ist hier ein Fremdwort und da wird das schon schwer. Also man muss hier schon ganz klein anfangen. Das Thema Resozialisierung, da kommen wir nochmal drauf zurück. Das ist euch wichtig. Ja, aber zur Auflockerung gibt es jetzt erstmal unsere neue Rubrik Top 5. Top 5, was gut läuft im Knast. Fußball. Volleyball. Wenige Beamte mit Herz. Tischtennis. Die Besuchsdurchführung. Top 5, was schlecht läuft im Knast. Verkürzter Tagesablaufplan. Absprachen unter Beamte. Regelpiraten. Unsere Fernseh- und Telefonanlage. Resozialisierung. Ich habe schon wieder Nachfragen. Na, schieß los. Verkürzter Tagesablaufplan. Das ist ein Standard wie früher Einschluss. Und Regelpiraten? Naja, Regelpiraten, muss ich schmunzeln. Nee, das sind halt für mich Leute, die wirklich streng nach Vorschrift arbeiten. Am Schluss von Top 5 hat Ray Resozialisierung genannt. Das finde ich ein echt spannendes Thema. Also bereitet der Knast einen auf draußen vor oder nicht? Anders gefragt, wie kann man draußen straffrei leben, wenn man drinnen nicht gelernt hat, wie das geht? Ja, Frau Heise-Werner und Frau Hofmann haben das Thema ja schon angesprochen. Wir haben natürlich noch Herrn Lebhardt und Herrn Niedebock dazu befragt. Denken Sie, dass in der VA eine Resozialisierung stattfindet? Resozialisierung insofern, manche Leute, sag ich mal, die als Gefangene sitzen, die haben noch nie einen geregelten Tagesablauf gehabt. Da werden sie auf jeden Fall erstmal unterstützt. Ja, das schon. Ich finde, es könnte mehr passieren, auf jeden Fall. Das, denke ich mal, ist irgendwo auch ein bisschen auf den Personalschlüssel, den wir haben, zurückzuführen. Finde ich ein bisschen bedauerlich, sag ich mal, dass man da nicht noch intensiver in die Sachen trainiert. Wie sind Ihrer Meinung nach die Rückfallquoten? Na, ich bin seit 3 Jahren hier, also in den einen oder anderen trifft man sicherlich wieder. Aber ich sag mal, was würden das sein, 20-30% mit Sicherheit. Die zurückkommen? Die zurückkommen, ja. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil hier drinnen laufen sie dann irgendwann, was auch schön ist. Aber draußen ist ja logisch, die haben hier gewohnt, das Umfeld. Man kommt ja einfacher und schneller an Sachen ran und dann kommen ja wieder die gleichen Probleme, wie damals waren. Ich brauche hier Geld für, dann wird hier mal was geknackt, da mal ein Ding gedreht und schon ist man wieder hier. Richtig. Und die anderen, sag ich mal, von den 20% oder 30%, die wir nicht wiedersehen, die wandern wir eventuell dann auch in eine andere staatliche Einrichtung sozusagen. Wenn Sie könnten, wie Sie wollten, was würden Sie ändern? Hier in der Anstalt. Also wenn ich hier wirklich was ändern könnte, mehr Personal, weil das ist hier ein ganz großes Problem, weil wir schaffen unsere Arbeit nicht, oder größtenteils, weil natürlich immer zum Lasten der Gefangenen geht und mehr Angebote, definitiv, viel mehr Angebote, damit die Gefangenen mehr in Arbeit kommen, die Gefangenen natürlich auch mehr Freizeitmöglichkeiten haben und gibt dann mal so einen schönen Spruch, wenn wir euch nicht beschäftigen, beschäftigt ihr uns. Ich habe den Eindruck, eure Interviewpartner und eure Interviewpartnerinnen würden gerne einiges in eurem Alltag verändern, um euch bei der Resozialisierung zu unterstützen. Ja, Frau Hofmann hat es schon angesprochen. Geduld ist das Zauberwort, das einen manchmal wahnsinnig macht. Manchmal klappt Resozialisierung aber auch aus dem Knast heraus, so wie bei Fabian. Ja, also ich saß 2013 in der JVA Friezen und ich hatte noch etliche Verfahren offen. Daraufhin hatten wir einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht, dass ich versuche, eine Ausbildung zu finden aus dem Gefängnis. Woraufhin ich dann auch angefangen habe, Bewerbungen zu schreiben. Herr Gess hieß der, das war mein Meister.
Der kam dann auch vorbei, hatte mich das erste Mal besucht, hatte nachgefragt, weshalb, warum ich im Gefängnis sitze und hatte dann mit mir abgemacht, dass er mich in 2 Wochen noch mal besuchen kommt. Er kam auch nach 2 Wochen, wo ich positiv überrascht war, weil ich ehrlich gesagt damit nicht gerechnet hatte. Ich hatte gedacht, wer will was mit dem Knacki noch zu tun haben. Und hatte mir einen Ausbildungsvertrag vorbeigebracht, den ich unterschrieben habe. Und ich konnte dann 3 Wochen später sofort meine Lehre anfangen. Und was hat das mit dir gemacht, Fabian? Ja, ich habe die Lehre durchgezogen und bin auch ziemlich stolz darauf so, weil, wie gesagt, mit einer abgeschlossenen Lehre, einem Geselligenschein, kriegt man auf jeden Fall auf dem Berufsmarkt oder hat man auf dem Berufsmarkt viel bessere Chancen, als wenn man sagt, ja, ich habe gar nichts gemacht. War ein positives Erlebnis in meinem Leben, diese 3 Jahre. Und warum bist du jetzt wieder in einer JVA und nicht zum Beispiel als Tischler beschäftigt? Ja, ich habe nach meiner Gesellenprüfung eine Kündigung eingereicht. Ich hatte so einen innerlichen Drang, ich will jetzt erstmal chillen, so Ruhe haben und so. Was heute aus meiner Sicht ein großer Fehler war. Ich habe auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr gefunden, bin dann halt wieder in die kriminelle Szene zurückgewandert, zum alten Freundeskreis, haben dann halt wieder Straftaten begangen. Bis der Richter dann gesagt hat, gut, okay, es reicht, jetzt fährst du noch mal ins Gefängnis ein. Fabian, als dein zukünftiger Meister dich das erste Mal besuchen kam in der JVA in Wriezen, was hat er da für einen Eindruck auf dich gemacht? Er war interessiert an mich, ne? Er wollte schon wissen, wie das alles halt passieren konnte, warum ich hier drinnen sitze. Aber er war immer auch ganz menschlich geblieben und hat auch immer gesagt, so jeder macht Fehler und dass er halt in seiner Jugend auch viel Mist gebaut hat. Und wie hat er auf die Kündigung reagiert? Ja, ich denke mal, also meines Erachtens war er schon ziemlich enttäuscht, so, weil er mochte mich sehr. Er war mit meiner Arbeit immer sehr zufrieden, auch mit meiner Gesellenprüfung, mit dem Gesellenstück. Weiß ich noch, da hat er ein Foto gemacht, was er sich vergrößern lassen hat. Das hat er auch ausgedruckt und in eine Werkhalle hingehangen, also wo wir beide dann neben meinem Werkstück standen. Ich habe auch noch Kontakt zu meinem Meister. Wir schreiben relativ oft noch Briefe. Und er hat mir auch dieses Angebot gemacht, dass er mich auf jeden Fall zurücknehmen würde. Und ich bin auch schon ein bisschen am Grübeln, ob ich es nochmal machen würde. Wenn denn nur bei Ihnen in der Firma und in keinen anderen, weil das Betriebsklima war einfach nur Bombe. Ich hätte da noch einige Fragen an Fabian. Na, ich finde, an dieser Stelle sollten wir lieber über die letzten Wochen hier bei Ruppig erzählen. Ja, da gab es so einige Veränderungen. Tja, Fabian und Marcel haben halt gegen Regeln des Knastalltags im Vollzugssystem verstoßen. Als Konsequenz wurden sie aus dem Ruppig-Projekt ausgeschlossen. Marcel sollte eigentlich moderieren und Fabian wollte noch ein Interview machen, aber klappte dann alles nicht mehr und wir mussten viel improvisieren und umdenken. Das gehört eben auch zum Alltag im Knast. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, bekommst du irgendwann Stress. Dafür haben Ray, Philipp und ich für 5 gearbeitet. Ja, allerdings. Und dafür Applaus. Top 5. Schlechtes Knastessen. Sülzwurst. Spinat mit Eier. Eierragout. Senfeier. Erbseneintopf. Top 5 leckeres Knastessen. Yeah! Fischfilet. Halbes Hähnchen. Nudeln in Käse-Sahnesoße. Nudeln mit Bolognese und Käse überbacken. Blutwurst. Über einen großen, manchmal sehr schmerzhaften Teil unseres Alltags hier drinnen haben wir noch gar nicht gesprochen. Unsere Kinder und Familien. In der ersten Episode von Ruppig hatte Martin davon berichtet, dass er seinen Kindern erzählt, Papa ist im Krankenhaus. Die wussten also nicht, dass er im Knast ist und er hat die auch nicht gesehen. Ray und du, ihr habt euch für einen anderen Umgang mit euren Kindern entschieden. Ja, ich erzähle meinen Kindern eigentlich nicht viel hier aus dem Knast, außer die wissen, dass ich böse war und deshalb hier bin und dass sie eigentlich immer lieb sein sollen draußen bei ihrer Mama. Ja, man möchte ja den Umgang haben mit den Kindern trotzdem, auch wenn man hier drin ist, weil man will ja auch
wissen, wie die jetzt weiter, wie soll man das erklären? Sich entwickeln. Sich weiterentwickeln. Deshalb möchte man den Kontakt ja haben. Also meine Freundin war erst dagegen, aber dann war sie doch dafür. Und da war ich ganz froh drum, dass sie auch damit eingestimmt hat. Also ich habe die Auffassung, dass meine Tochter mit dieser Subkultur überhaupt gar nichts zu tun haben sollte. Eigentlich, wie gesagt, will ich sie ja nicht hier haben, aber würde gar nicht aushalten, die Haftzeit über. Sie nicht zu sehen. Ja, am Anfang, wenn sie mich besuchen kommen, ist es immer sehr zurückhaltend. Und nach einer Zeit werden sie dann warm und fangen an, dann, also so wie Kinder dann sind, so laut zu sein, rumzuspielen, rumzuhüpfen. Papa hier, Papa da, Papa mach mal das, Papa mach mal jenes. Also meine Tochter springt mich sofort an, wenn sie mich sieht, wenn ich in den Besucherraum komme. Also ich setze mir sofort auf den Fußboden und baue mit ihr Bogen oder fange mit ihr an zu malen oder sonst irgendwas. Ja, das finde ich an meiner Tochter cool. Sie ist sehr wissbegierig. Ja, ich finde cool, wenn meine Kinder gute Nacht sagen. Die sagen nicht gute Nacht, sondern gute Nacht. Ich vermisse an meinen Kindern, dass die frühs, wenn ich im Bett liege, dass die zu mir ins Bett kommen und da am Bett stehen und sagen, Decke hoch. Na, ich vermisse meine Tochter generell zu sehen, da ich bislang in den 4 Jahren, die sie jetzt mittlerweile auf der Welt ist, nicht viel von ihr hatte, sehne ich mich nach jeder freien Minute oder jeder Stunde, die ich mit ihr irgendwie verbringen kann. Jetzt geht's um eure Familien. Die sind so unterschiedlich wie ihr und haben alle ihren Platz in eurem Knastalltag. Wir hören jetzt Philipp, Ray, Marcel und dich, René. Ja, meine Mutti hat 3 Jungs alleine großgezogen, so, ja. Die war immer für uns da, hat alles gemacht, so. Und ja, mein Vater, der ist früher schon abgehauen, ja, der hat meine Mutti immer bedroht und sowas. Meine Mutti hat damals ihn kennengelernt, ihren Freund jetzt, mit dem ist er schon 14, 15 Jahre zusammen, so. Und der hat in der Schweiz gearbeitet. Ja, und dann hat meine Mutti sie mal angeguckt, alles, ja, und fand es ganz gut. Und dann ist sie auch nachgegangen und dann hat sie uns auch mitgenommen, so. Und dann sollten wir uns das mal halt angucken. Ja, dann habe ich auch angefangen zu arbeiten, als Sicherheitsmonteur im Bahnbereich. Und ja, das ist eine Zeit lang auch gut gelaufen, so. Aber dann, ja, bin ich wieder in eine Drohung verfallen. Ja, meine Mutti, die war schon traurig, hat schon geweint und alles, so, ja. Und wo sie mir hier das erste Mal besuchen war, ja, das war schon eine scheiß Situation so für mich, ja, wo sie nur wieder abgehauen ist und so, also da waren schon ein paar Tränen da, ja. Aber die hat so gesagt, ja, das schaffen wir schon alles. Ich werde jetzt auch unterstützen weiterhin und ja, bis jetzt läuft's gut. Ja, ich habe eine Frau, also eine Verlobte mit 2 Kindern. Mein Sohn, der ist 4 jetzt geworden und meine Tochter ist 2. Was macht es mit dir, dass deine Freundin so an deiner Seite ist, mit deiner Familie zusammen? Was es mir gibt? Gute Frau. Na, Kraft, Stärke, Halt, alles. Ich bin froh, dass die immer im Monat jetzt hier mich besuchen kommen, dass mein Vater die immer herbringt. Da bin ich ganz froh, dass ich die Kinder immer sehen kann. Auch, ich rufe täglich an und so. Auch wenn es ihr manchmal nervt, dass ich täglich anrufe, aber man muss halt was von zu Hause hören. Ist es denn wichtig für dich zu wissen, was im Alltag deiner Familie draußen abgeht? Ja, natürlich, weil die Kinder sind ja noch relativ jung und man würde ja gern wissen, so, was so passiert und so. Weil die Kleine ist jetzt gerade in der Kita, Eingewöhnung und alles und ich bin halt nicht bei. Das ist halt alles scheiße, man erlebt das alles nicht mit. Ich habe nicht wirklich mitgekriegt mit dem Anfang des Sprechens und sowas alles. Da höre ich alles nur am Telefon. Da spreche ich auch mit ihr. Ja. Und wie wird es nach deiner Entlassung sein mit der Wohnsituation und deiner Familie? Zieht er gleich wieder zusammen? Nee, also sie will nicht, dass es so losgeht, wie es geendet hat. Sie will sehen, dass ich selbstständig bin, dass ich selbstständig sein kann. Deshalb hat sie mir vor kurzem erst gesagt, am besten erstmal so eine räumliche Trennung. Ich gehe in eine Einraumwohnung, relativ in der Nähe, dass ich immer da bin eigentlich und dass sie sieht, dass ich alleine klarkomme, meinen Weg meister, aber trotzdem noch für die Familie da bin. Und wie findest du diesen Vorschlag oder diese Idee? Ja, eigentlich am Anfang fand ich es scheiße,
Aber wenn man so nachdenkt, wäre doch gut, um ihr auch zu zeigen, dass ich sie liebe, dass ich ihren Wunsch auch erfüllen möchte und ihr auch zeigen kann, dass ich auch anders sein kann, geht den Kompromiss ein. Und da glaubst du auch selber dran? Ich glaube und hoffe es. Und will ja auch den Weg einschlagen, 35er, Therapie statt Strafe, dass mir da auch nochmal ein bisschen geholfen wird, mit manchen Situationen umzugehen, mit die ich so vorher nicht umgehen konnte, sondern immer mich in die Drogen schieben konnte. Mir die Türen wegballern konnte. Ach so, ist quasi deine Art des Konfliktmanagements gewesen, ja? Ja. Dich einfach abzuschießen. Ich habe auch eine Freundin und eine Verlobte mit zwei Kindern. Und das dritte im Anmarsch? Und das dritte im Anmarsch, ja. Ganz besonders beeindruckt bin ich von meiner Freundin, dass sie wirklich versucht, jeden Samstag im Monat mich besuchen zu kommen, obwohl ich weiß, was das für sie für eine logistische Meisterleistung ist. Meine Freundin wohnt ja nur in Schwedt. Wenn sie mit der Bahn herkommt, ist sie dann pro Strecke 4 Stunden unterwegs, dann 2 Stunden Besuch und wieder 4 Stunden zurück. Das ist quasi ein kompletter Tagesausflug für sie. Und das als hochschwangere Frau ist das schon echt eine super Leistung von ihr, finde ich schon. Denn auch mit und dann noch zwei Kindern. Zwei Kindern bei denen halt, ja. Daran erkenne ich schon, dass sie ihr eine ganze Menge bedeuten muss, damit sie überhaupt den Stress für sich aufnimmt. Tja, wie ist die Beziehung zu meiner Familie? Ein großes Fragezeichen im Kopf. Welche Familie ist jetzt gemeint? Meine eigene, die ich gegründet habe, oder die Familie, die mich in die Welt gesetzt hat? Weil eine Familie, die mich in die Welt gesetzt hat, gibt es in dem Sinn nicht mehr. Also gab zwar noch eine Mutter, aber die interessiert sich seit meiner Geburt halt einen Scheiß für mich. Und mein Vater ist 2009 verstorben und demzufolge ja, bleibt halt nur die eigene. Nach der Geburt meiner Tochter habe ich mich von der Mutter quasi getrennt. Wir sind auf einem guten Weg. Ich sehe meine Tochter jetzt regelmäßig. Wir haben halt leider Gottes plus 4 Stunden im Monat, die uns zur Verfügung stehen. Aber ja, wenn ich die Möglichkeit habe, sie 4-mal im Monat zu sehen, sehe ich sie 4-mal im Monat. Ruft zwar oft an, aber meine Tochter hat bislang nie mit mir gesprochen. So. Also nicht wirklich. Ist sie noch zu klein für. Und wenn sie nicht möchte, möchte sie halt nicht. Ich will sie ja nicht zwingen zu irgendwas. Was mich an meiner Mutter wütend macht, ist ja ihr komplettes Desinteresse an meiner Person. So. Also wenn ich ein Kind in die Welt setze, dann habe ich dafür Sorge zu tragen, dass es dem Kind gut geht. Und nicht von Anbeginn mehr oder weniger nur das Schlechte in einem sehe. So. Na klar, wenn ich keinen habe, der mir erklärt, wie was funktioniert, dann muss ich mich damit anfreunden, eigene Erfahrungen zu machen. So. Und eigene Erfahrungen waren für mich in dem Sinne, dass ich mit älteren Leuten, halt, also mit Kumpels mehr oder weniger rumgehangen habe, die haben mir die schlechten Eigenschaften gezeigt und die habe ich mir halt angewöhnt. Weil wenn ich irgendwo Scheiße gebaut habe, so habe ich ja wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit von meiner Mutter gehabt, weil sie sich ja mit Meckern mal mit mir beschäftigt hat, auch wenn es sich bescheuert anhört, aber ja, es war halt für einen Moment mal so, dass sich meine Mutter mit mir auseinandergesetzt hat. Was habe ich an meinem Papa geschätzt? Sie wollte mich nicht, mein Vater wollte mich und er hatte halt damals ein Alkoholproblem so und angeblich aus Schutz meiner Person gegenüber durfte ich meinen Vater nicht sehen. Meine Mutter wusste aber, dass es mir dabei schlecht geht. Und egal, was für Möglichkeiten mein Vater hatte, er hat sie genutzt, um mich sehen zu können. So. Und letzten Endes hat er sich dazu durchgerungen und einen Alkoholentzug gemacht. Es hat ihn sehr verletzt, wie meine Mutter uns beide letztendlich behandelt hat. So. Was habe ich von meinem Vater mitgenommen? Also ich glaube, mein Vater hatte die Eigenschaft, dass er mir immer die Wahl gelassen hat, was ich aus meinem Leben mache. So. Also er hat mir jetzt nicht in irgendeine Ecke gedrängt und mich mit Zeigestock oder Rohrstock dahin geprügelt. So. Er hat mir halt vorgehalten, was ich für Möglichkeiten habe, ob seid positiv oder negativ. Und hat mir die Wahl gelassen. Und das würde ich ganz gerne bei meiner Tochter genauso machen.
Naja, mein Vater war einfach die coolste Sau unterm Planeten. So. Also, eine geile Geschichte ist eigentlich die, ich hatte eine Geldstrafe zu verbüßen und bin dafür in die JVA Brandenburg gekommen. Naja, wir haben um 20 Uhr auf dem Abend telefoniert miteinander und um 8 Uhr sollte er mich halt auslösen kommen in Brandenburg. Und er hat mich um 8 Uhr ausgelöst und wir sind zum Auto gelaufen und mir kam das komisch vor, weil die ganzen Scheiben alle beschlagen waren und ich sag, was ist hier los so? Dann habe ich beim Einsteigen ins Auto gesehen, dass halt eine Decke auf dem Beifahrersitz liegt. Ja, und ob man glaubt oder nicht, aber erst den gleichen Abend, kurz nachdem wir telefoniert hatten, ist er in sein Auto hingeklettert, hat den Weg nach Brandenburg gesucht und ist mich abholen gekommen. Er hat quasi über Nacht im Auto draußen vor der Anstalt gesessen, nur um morgens um 8 nicht zu verpassen, mich abzuholen. Und war die coolste Aktion von ihm. Deine Familienverhältnisse sind nicht ganz einfach. Ich kann mir vorstellen, dass für dich Freundschaften wichtig sind und dir viel bedeuten, weil deine Familie so in Bruchstücken vorhanden ist. Ja, das stimmt schon. Wenn du keine Familie hast, was hast du denn dann noch? Freunde. Was uns auch zu unserem letzten Thema bringt. Viele sagen ja, Freundschaft im Knast gibt's nicht. Oder? Eine Freundschaft im Knast hält nur so lange, bis einer raus ist und dann ist Schluss. Aber du und Ray und auch Marcel, ihr habt das anders erlebt. Ja, also mein bester Freund Schmitty, den habe ich halt kennengelernt. Der lag halt eine Zelle neben mir in Brietzen. Also ich bin halt eine Zelle neben ihn gezogen. Und wir haben halt die gleichen Interessen gehabt, so wie zum Beispiel Tischtennis spielen. Und dadurch sind wir uns halt näher gekommen und haben festgestellt, dass wir uns gut verstehen und auf einer Wellenlänge liegen. So lernt man sich dann halt besser kennen, erzählt aus seinem Leben. Somit sind wir dann auch gute Freunde geworden, weil wir dann halt festgestellt haben, ja, wir haben guten Draht zueinander und der eine versteht den anderen recht gut. Ja, er hat zu mir gesagt, dass ich zum Beispiel auch an die Zukunft denken sollte, meine Entscheidung halt auch langfristig treffen sollte und nicht nur an den kurzfristigen Erfolg zu denken, sondern halt auch um auf lange Sicht nicht mehr ins Gefängnis gehen zu müssen. Das hat bei ihm ziemlich gut funktioniert und bei mir halt noch nicht so richtig gut. Deswegen bin ich ja wieder in Haft und er nicht. Freundschaft im Knast, dazu kann ich nur eins sagen. Ich habe schon viele Jahre in der Haft gesessen und die einzige Freundschaft, die eigentlich geblieben ist, die ist mit René. Den habe ich 2010 kennengelernt und seitdem eigentlich, das ist eigentlich so die einzige Freundschaft, die geblieben ist. Die anderen sind immer auseinandergegangen, weil man im Endeffekt sich nie miteinander verstanden hat. Und ich und René eigentlich, wir verstehen uns fast wie Arsch auf Eimer. Schönes Kompliment. Ja, Ray und ich, wir vertrauen uns eben auch persönliche Dinge an. Das macht für mich eine Freundschaft aus. Und eine Sache, die für mich auch zum Thema Freundschaft gehört, ist Körperlichkeit. Also jemanden in den Arm nehmen, jemanden drücken. Ich finde, das hat auch was mit menschlicher Wärme zu tun. Wie ist das hier unter Männern? Ich meine, Wärme, Verletzlichkeit, schadet das dem Image hier drin? Wie, ob ich jetzt ihn umarmen würde oder was? Ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, ja. Also, nee, ich nicht. Ich umarme mir denn selber. Naja, ich brauche das für mich selber jetzt so nicht. Ja? Also schon Zärtlichkeit und Nähe auch, aber das muss dann halt von meiner Partnerin ausgehen und kommen. Und jetzt nicht, brauche ich jetzt keinen Mann zu oder keine männliche Person zu, um mir da halt meine Nähe zu holen, die mir jetzt hier fehlt, zum Beispiel im Gefängnis. Halt, kommt immer auf der Situation drauf an, mit wem und mit wem nicht. Denke ich mal jetzt so. Wenn jetzt René da irgendwie auch anfangen würde zu heulen, der mögen auch in die Arme nehmen. Also das wäre, glaube ich, weil, aber wir kennen uns schon ewig. Da ist, glaube ich, wenn man die gewisse Zeit, wie man sich kennt halt. Und wenn dann, wenn man sich nicht so kennen sollte, vielleicht mal so auf der Schulter, ja, wird schon wieder alles gut und so, wisst ihr. Aber dann so im Arm nehmen, weiß ich nicht so. Bei Ray ist es zum Beispiel so, der braucht mir nur auf dem Flur entgegenkommen und ich weiß sofort, ob es ihm gut geht oder ob es Probleme gibt, so den Tag über. So. Also, das, wie gesagt, das hängt von der Dauer der Zeit, miteinander, die man miteinander zu tun hat, so ab. Also zum Thema Körperlichkeit im Knast, ne? Da könnten wir mal eine ganze Episode machen. Ja, ich finde, das ist ein schwieriges Thema, aber das ist wichtig. Gutes Stichwort. Wichtig ist uns auch ein Dankeschön. Und zwar an alle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen dieser Episode. Außerdem an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der JVA Wohlko,
die uns während der Produktionszeit betreut haben. Und natürlich auch ein dickes Danke an die Anstaltsleitung, weil sie Projekt Ruppig erst möglich gemacht haben. Ansonsten bedanken wir uns bei Chris Walter, unserem Sounddesigner, für den guten Ton. Und wir danken natürlich auch euch da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr Ruppig auf den allseits bekannten Plattformen liked und, ganz oldschool, wenn ihr euren Freundinnen und Bekannten von Ruppig erzählt. Ja, oder Ruppig schreibt, und zwar per Post an die JVA Neuruppin Vulko, Ausbau 8 in 16835 Neuruppin. Ansonsten? Es war uns ein Fest. Jo, und tschüss. Einschluss. R-U-P-P-I-C-H. Ruppig ist jetzt wieder da. Ist gut, Depp. Mehr Infos findest du unter www.ruppig.net. Net natürlich nur mit einem T. Du findest uns auch auf allen anderen bekannten Plattformen.